Hallo, Task Warrior. Wiederkehrende Aufgaben. Task Warrior ist eine Aufgabenverwaltung für die Kommandozeile. Von einfachen To-Do-Listen bis hin zum Management kleiner Projekte wird alles durch diese Anwendung abgedeckt. Ein Feature, das eine moderne Aufgabenverwaltung bieten muss, sind wiederkehrende Aufgaben. Darunter werden Aufgaben verstanden, die in regelmäßigen Abständen zu erledigen sind. Ein Beispiel könnte das Überweisen der Miete an den Vermieter sein. Das folgende Kommando leistet das gewollte. Task, Leerzeichen add, Leerzeichen DUE, Doppelpunkt EOM, Leerzeichen, dann recur, Doppelpunkt monthly, also monatlich, und in doppelten Anführungszeichen die eigentliche Aufgabe, also Miete zahlen. Enter. Das ist verwirrend. Eine Aufgabe mit der ID 1 scheint nicht zu existieren. Wenn eine wiederkehrende Aufgabe angelegt wird, werden zwei Aufgaben erstellt. Eine, die die Metainformationen über die wiederkehrende Aufgabe enthält, und eine Aufgabe, die erledigt werden soll. Eingabe Task 1,2,3 Informationen. Hier ist deutlich sichtbar, dass die Aufgabe mit der ID 1 ein bisschen höher mit der ID 1 den Status Recurring hier zu sehen hat. Sie ist also die Mutteraufgabe und die Aufgabe mit der ID 2 bzw. 3 ist die, die erledigt werden soll. Das Feld Parent Task zeigt an, von welcher Elternaufgabe sie abstammt. Und zwar hier Parent Task und Parent Task. Wenn man eine wiederkehrende Aufgabe löschen möchte, muss man vor allem die Elternaufgabe löschen. Task Warrior unterstützt einige Möglichkeiten, Wiederholungsintervalle zu spezifizieren. Endtermin für Wiederholungen setzen. Statt wie hier beschrieben, eine wiederkehrende Aufgabe zu löschen, kann man ihr auch gleich zu Beginn mitgeben, wie oft sie wiederholt werden soll. Und zwar durch Task add DUE Doppelpunkt EOM recur Doppelpunkt wieder monatlich und dann eben until Doppelpunkt bis 2013, dann 12 und 31. Und dann die Aufgabe, zum Beispiel Kredite bezahlen. Und Enter. Dann Task und List. Dann kann man noch angeben, welche Aufgaben schon erledigt wurden, zum Beispiel mit Task und dann die ID, zum Beispiel hier mal 2 und 5, also 2,5 und dann, also sind schon erledigt. Okay. Dann Task List. Diese Aufgabe wird jeden Monat wiederholt, solange bis der 31.12.2013 erreicht ist. Ciao und viel Glück!